dann gehen wir mal Lauro zur Hand. Er hat bereits zwei kleine Kinder neben zur Hand. Ich finde, das Mädchen sieht von der Seite immer so aus, als hätte so eine Maske auf, wie so eine kleine Superheldin. Ja, das klicke ich jetzt mal durch. Das ist. Also, ich zeige dir. Was? Wie man auch richtig zur Hand geht. Also nimmst du erst den Daumen und den Zeigefinger und streichst langsam. Autor Donna. Echt na toll. Geist und? Noch mal irgendwas. Geist. Auf jeden Fall kann ich wechseln. Ich kann nur normal attacken. Nein, Lebensschelle. Wird dieses Spaghetti mit seiner Lebensschelle dieses echt na toll wegkotzen? Nein. Oh, aber die Genauigkeit ist gesunken. Na gut, Aussetzer, jetzt kann man es eh vergessen. Wir können Härtner einsetzen bis zur Unendlichkeit. Na, sag mal, du kannst auch Metallklaue. Stimmt. Das ist ja. Das hatte ich schon wieder fast ganz vergessen. Ach. Echt enttäuschend, dass ich sehe das. Und da das ja eine physische Attacke ist und einen Step bekommt, sollte das. Was macht denn hier? Ich weiß nicht, einfach nur die, ich glaube, einfach nur die Fähigkeit beschreiben. Und bei Metallklaue kann unser Angriff noch gesteigert werden. Ja. Wenn es mal passieren würde. Ja. Jetzt bringt sowieso nichts mehr. Ja. Doch. Hätte noch nichts gebracht. Nein, hätte es jetzt nicht, weil es so oder so nur noch ein Schlag gewesen wäre. Weißt du, der kann sogar ein Volltreffer passieren und es interessiert nicht, wir können uns nebenzu unterhalten, weil der Spaghetti keinen Schaden bekommt. Da war ein Volltreffer. Volltreffer? Ja. Oh. Das war ja volltrefflich. Bitte bringt mich hier um. 384. Was? Ich muss einiges verlaufen. Vielleicht nehme ich diesmal den Mittelfinger noch dazu. Aber nicht dafür. Ja, oh. Ja. Oh. Danke. Okay. Ja, mit seinem speziellen Sekretmittel. Oh Gott, nein. Der war so ein sympathischer Kerl im ersten Teil. Du. Der eine kommt mit einem Echner toll und sie dann mit einem Du. Gut, Dodo. Bis auf, dass du schneller bist, wirst du jetzt sterben! Oh ja, aber nicht zu knapp. Ja. Finde ich jetzt nicht schlecht. Weil Dodo ist auch ein sehr gutes Pokémon. Und es dürfte jetzt auch viele Erfahrungspunkte geben. Genug, dass er auf jeden Fall Level 12 erreicht. Ja, mit 40 ist nicht schlecht. Nö. Geht. Ja, das war ein guter Level-Up. Der Typ deines Pokémon war nicht im Vorteil. Ja, normalerweise haben die Affen. Ach so. Das ist ja geil. Oh nein. Oh, ich bin froh, dass wir das nicht vorlesen, was so tutorialmäßig ist. Das ist einfach zu viel. Und Lauro ist jetzt nicht so der Ultimate geile Kerl zum Vorlesen. Apropos Ultimate, geiler Kerl, hallo! Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe etwas für dich. Ich kann wieder reden, nimm einfach. Hat er dir das Maul gestopft? Oh ja. Und zwar nicht mit der Medaillenbox. Die hat er mir woanders hingesteckt. Oh! Dafür hast du eine Medaille verdient! Und ich bin Dr. Medaille! Oh mein Gott! Ja, hab ich. Oh nein, er drin, nein, hör auf. Dr. Med. Nee. Yeah. Weißt du, das sind so. Oh mein Gott! Sony macht Trophäen, Microsoft macht Trophäen, wir müssen irgendwas anderes in der Art machen. Finden wir eine Medaillenbox für Pokémon. Ja. Ich finde die echt ganz okay. Ja. Ich mag auch das Trophäensystem. Ja, ich mag das Trophäensystem ja auch. Da kannst du nicht durch, hast du nicht gesehen, da ist kein Platz. Ich kann nicht schräg gehen. Ja. Hat der Typ nicht gesagt, er wartet hier auf mich? Wer? Dr. Medaille. Ich finde, wir sollten ihn immer mit seinem vollen Namen. Ach so, nee, der ist nur da, wenn ich eine Medaille verdient habe. Ja. So. Gut. So, jetzt müssen wir in die Trainerschule, oder? Ja. Mal wieder zurück.
Ja, du wolltest. Ist immer noch blau. Pamvita! Kommt ihr da hoch? Ich kann überall runterspringen, also kann ich auch überall hochspringen. Entschuldige bitte, ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm zunächst einmal das hier an dich. Zip. Ich hatte ausgekackt. Ja. Oder ausge. Ich habe dir gerade ein paar sogenannte Sinelbeeren gegeben. Gib sie deinen Pokémon zu essen und heile sie. Das ist nicht Bell. Aber du kannst deine Pokémon die Beeren auch tragen lassen. Dann essen sie selbstständig eine Beere, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben, um so ein paar KP zu regenerieren. Ach, jetzt konnte ich es aussprechen und meine Haare wehen im Wind. Nun gut, vorhin habe ich dich angewiesen, den Arenaleiter von Aventuras City herauszufordern. Aber das ist ein sehr starker Trainer. Doch verzage nicht. Wenn du dir nur bewusst machst, wo die Stärken deiner Pokémon liegen und was du als Trainer zu tun hast, dann ist der Sieg genauso gut wie dein. Warte, was? Was? Ich hatte eine Sekunde hier nicht zugehört. Und dann misst du dich mit immer stärkeren Trainern. Ja, genau. Fordere die Arenaleiter aller Städte heraus. Arbeite mit deinem Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Und je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer Horizont. Und jetzt muss ich mich weiter um meine kleinen Autoren kümmern. Sharon ist nämlich der Nasslocken-Spieler-Killer. Nein, das war definitiv Belle. Ja, aber hier in dem ist es in der normalen Version ist es Sharon hier. Ja gut, aber wir machen ja nicht mit Level Cap. Nee, machen wir nicht. Deswegen sind wir safe! Apropos safe, da wir nicht wissen, was uns erwartet. Giftbruder, ich komm nicht drauf. Ja, das ist krass. Was war es im ersten Teil? Verhöhner! Das war aber zum Schluss. Ja, aber trotzdem! Der Anfang, wo wir uns denken, muss das jetzt sein? Aber ein paar Tränke sollten wir kaufen. Ja. Aber Giftbruder ist ja genauso. Ach, da hat Dr. Med. Dr. Med Allie ist ja da. Was haben wir verdient? Komm! Pokémon Center Fan. Aha. Was verkaufst du? Pokébälle brauchen wir auch wieder. Stimmt. Aber da warte ich bis nach dem ersten Orden. Drei Stück werden reichen. Komm bald wieder. Mal gucken. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich habe nicht aufgeschlossen. Nein. Yes. Bist du eine Trainerin? Nein. Ich habe Laura aus Tausend gebeten, hier zu unterrichten, aber er hat abgelehnt. Er sagt, es sei Zeit, den jüngeren Leuten das Feld zu überlassen. So ein Arschloch. Die kommen erst draußen, die Trainer. Bist du sicher? Ja, ich habe das letzte Test gespielt. Habt ihr. Ja, sie geben mir tatsächlich Items. Wow, XAVR. Ich bin so. Wow. Das ist eigentlich schockierend. Wir sind beim ersten Arena-Leiter und haben zwei Pokémon. Ja. Aber sie ergänzen sich immerhin. Das stimmt. So. Den hast du mal gesprochen, ne? Hallo, ich helfe allen Trainer weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Kaido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier warte ich. Den spreche ich bestimmt nur einmal. Ein Pokémon Arena ist eine Einrichtung, die das Stärke eines Trainers zu bestimmen. Einfach gesagt, wenn Arena-Leiter besiegt, muss ein starker Trainer sein. Ein Pokémon-Kampf verliert man, wenn man keine kaffeeigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Und naja, es ist von Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Warum schreit er mich eigentlich? Ausrufezeichen. Ach, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von Aventura City. Ich bin Sharon, der Arena-Leiter hier. Ach, den Leiter? Ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Ja, mit massig Gleitgel und viel. Wie dem auch sei, du musst natürlich eine Arena-Leiter entsprechend begrüßt werden. Wir haben einen Herausforderer. Nehmt eure Positionen ein, ihr beiden. Wenn du die beiden besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Alles klar, komm. Dich knöpfe ich mir zuerst vor, Breeder. Jaren erkannte mein Potenzial. Er hat mich zu einem Trainer in seiner Arena gemacht. Ich will hier wieder weg. Bitte hilf mir.
Er hat sich extra wie Breeder hat er sich eigentlich. Breeder Jacqueline vor allen Dingen. Jacquelina. Aber ich hab doch Dingens zuerst drin, oder? Hirse. Ja, ja. Nice, Hirse. Heißt das? Vierfach Schaden. Heißt das, wir haben eine Eisarena? Egal was, Hirse rockt. Ist Fenontor. Ach nee, Fenontor war ja kein Eis. Nee, ist doch Stahl. Das Eis? Ist nur Eis? Ich dachte, es wäre Eisstahl gewesen. Nee, erst in der Mega-Entwicklung, glaube ich. 415! Was? Ich hab nicht hingekriegt! Kyurem war? Das Legendäre aus dieser Generation. Aus diesem Spiel. Was also, ist Eis, oder? Eis. Man rechnet mit allen, nur nicht mit einer Attacke, die Gott sei Dank nicht so viel ausmacht. Bitte sei gut. Das ist nicht so. Was macht Begrenzer denn nochmal? Ich glaube, was von unseren AP abziehen. Ein Volltreffer! Tschaka! Ja, wenn er zu viel abzieht, dann müssen wir gleich raus und nochmal heilen. Ja. Das ist halt die Frage, das haben wir vorher gar nicht geklärt, ob wir in der Arena dann rausgehen und heilen dürfen. Boah, weiß ich nicht. Eigentlich ja nicht, ne? Mhm. Das muss doch für sie gerne gleich treffen. Das ist ein Brere. Nam 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 nam. Wirklich wieder gut. Flame. Alter, was für Pokémon kommen die denn hier mit einmal? Sexhund. Alter. Gott. Gott sei Dank machen wir keine Level Cap. Da hätten wir jetzt echt Probleme gehabt. Sharon ist 14. 600 Erfahrungspunkte. Ja gut, also wenn der nächste wieder mit dem Kyurem ankommt, dann nehme ich alles zurück. Ja, jetzt mal wieder eine Sinelbeere geben, aber ich glaube, es geht noch. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Weil wie viel Glut hat Hirse 18, glaube ich. 15. Ja, ist gut. Ja. Und zur Not haben wir ja auch noch Stojunio. Spaghetti männlich. Ich zeige dir jetzt mal, was Sharon mir beigebracht hat. Männer misshandeln, so wie er früher misshandelt wurde. Ich bin eine Domina. Perform mal Zoe. Jeder heißt Zoe. Oh, ja, das ist eine Eisarena. Das ist cool. Blut! Stirb, Botogel! Oh! Gut! Tschüss, Botogel! Tschüss, Sperio! Sperio ist aber stark. Und diese Felder unten. Ah! Das Feld! Sein Bauch ist halt etwas strubbelig, ja? Ich hatte eher unter den Strubbel geguckt. Du hast unter seinen Strubel geguckt. Oh ja, ich gucke immer unter alle Leute Strubel. Alles klar. Sibirio, sieh dich vor. Das ist ein weibliches Sibirio, also von daher. Tja. Ja. 356. Oh Mann, ey. Brüller. Nee, danke. Ja. Ja, also ist okay, Zoe, ja. Ist okay. Oh, ganz vorsichtig. Das werden wir jetzt gleich sehen. Auf jeden Fall werde ich Hirse erstmal voll heilen. So, dann schauen wir mal, ob wir Sharon besiegen können. Thomas. Thomas. Das wäre geil, wenn er wieder Thomas... Ey, ich habe dich gerade angesprochen. Was? Erstmal so genervt mit dem Fuß. Ach, jetzt ist er doch schon bei mir. Oh. Ich wollte ihn noch leiden sehen, wie ich in der Bondage Arena gelitten habe. Ja, nicht nur da. Genau wie es für dich der erste Kampf als Arenaleiter herausfordere ist, ist es mein erster Kampf als Arenaleiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unseren Kampf sind. Wellington! Und beim Vitas. Elite-Trainer. Passt. Passt.
cool. Und das hat er geschickt. Wirklich? Wir sollten froh übrigens, sein, dass es nicht sein zweites ist. Alle Terriers war. Alle Terriers oder Nagellocks sind Q-Rims dann. Theoretisch. Wo werden wir die noch begegnen? Ich bin nicht gewesen. Deine Attackenwahl war weise und stark. Du bist stark. Gut, dass du das. Nein! Nicht das! Oh, Scheiße! Nein! Tja, ne, sorry, ne. Erste Arena, schwarz. Das kann es jetzt doch nicht sein. Setz dich ein bisschen ein. Kann Drachenwut war weh. Nein, das ist jetzt. Warum? Oh, das stimmt ja! Robo-Style! Das ist sehr effektiv. Wieso ist das sehr effektiv? Stahl gegen Eis ist effektiv. Ja, das Problem ist, wenn er jetzt nochmal Drachen einsetzt. Wenn wir es heilen. Bringt ja nichts, weil es nicht voll geheilt ist, dann wird Robust halt immer nicht. Wow! Wir hatten gute Pokémon. Wir hatten echt gute Pokémon. Wir waren gut trainiert. Wir waren super trainiert. Und dann kam Kyurem. Und dann kam Kyurem. Ja, das heißt. Versuchen wir es halt nochmal. Ja, wir müssen es aber neu randomisieren. Das haben wir letztes Mal auch nämlich ich gemacht. Weiß. Ja, gut. Gott sei Dank! Ja, gut, dann. Also. Ja, gut, wir sehen uns ganz einfach ja. Beim neuen Versuch wieder. Schaltet wieder ein. Tschüss. Weint nicht so viel, wie wir es jetzt machen werden. Ciao.